Jetzt habe ich schon fast meinen Text vergessen. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf Deo Minecraft, zum guten alten Deo Minecraft, der so langsam ein bisschen senil wird. Nein, willkommen zurück zum Bauprojekt des Jahrhunderts und zwar in der Redstone Villa. Wir befinden uns auf einer gigantischen Baustelle, bei der wir eine Villa bauen, die so es glaube ich auch noch nicht gegeben hat. Eine Redstone Villa. Ich habe jetzt noch ein paar Räume hier offen in der Villa, wie wir sehen. Bin ich gerade dabei, ein paar Räume noch zu, also einen Raum noch zu erschließen. Jetzt haben wir, hätten wir dann noch zwei Räume insgesamt. Einmal den Raum, den ich jetzt gerade baue und noch einen Raum dort hinten, die derzeitig ungenutzt sind. Wir müssen uns heute mal überlegen, was das ist, währenddessen die Hühnerfarm hier ihre Arbeit tut, die wir auch im letzten Part gebaut haben. Also hier geht es nach draußen in den Garten. Der Garten, der müsste auch nochmal gemacht werden. Hier oben die Dachterrasse müsste gemacht werden. Auch wenn wir die jetzt mal eben schnell machen könnten. Also, was soll es denn so auf der Dachterrasse geben? Man soll sich sonnen können. Ja, Dachterrasse und Sonnen, das gehört irgendwie zusammen. Nehmen wir mal ganz hässliche, purpurne Liegen, die wir bauen. Eine Liege baut man in Minecraft übrigens so und so. Außerdem noch eine vielleicht, die so ausgerichtet ist. Dann wäre ein Sonnenschirm nicht schlecht, den wir hier hinbauen. Ich kann nicht gut bauen. Aber bei diesem Haus geht es weniger ums Bauen. Es geht hier mehr um Funktionalität, wie ich es bereits, sagte. Also, wie ihr das Haus später nutzt, ist ja auch euch überlassen. Das heißt, ihr könnt das Haus ja, ihr könnt ja mit dem Haus machen, was ihr wollt. Ihr könnt ja selber überlegen, wie ihr das baut. Dann werde ich jetzt endlich mal das gefürchtete Schlafzimmer bauen. Wovor wir uns ja lange gedrückt haben, einfach irgendwie nettes, gemütliches Schlafzimmer hinsetzen. Und ja, nehmen wir am besten doch Doppelbett. Warum nicht? Bett. Nicht Bedrock, wir nehmen ein normales Bett. Und das Bett wird schöner und klassischerweise auch noch dorthin ausgerichtet. So, das ist jetzt ein bisschen karg, das Schlafzimmer eingerichtet. Ein bisschen karg eingerichtet. Deshalb, wir möchten gerne noch eine Lampe haben. Und zwar eine Lampe auf jeder Seite des Bettes, die man mit diesem Schalter an- und ausmachen kann. Dann ein paar schöne Dekorationsmöglichkeiten. Jetzt können wir auch endlich mal hier das volle, die vollen Möglichkeiten ausbauen, ausnutzen, die wir hier haben. Wir bauen jetzt einen Ofen. Der Ofen braucht noch ein Ofenrohr, welches so nach oben geht. Und dann, was kann man noch Schönes machen, ne? Jukebox ist immer schön im Schlafzimmer zu haben. Was ist noch schön im Schlafzimmer zu haben? Ein bisschen Dekoration, vielleicht ein paar Pflanzen, ja. Das sieht auch mal gut aus. Wir nehmen mal kurz Jungle Wood und nehmen mal kurz den Jungle Wood Sockel dafür. Und bauen den einmal kurz hier hin. Moment, dann machen wir das einmal kurz weg. Das macht nämlich irgendwie, das sieht schön aus, wenn man hier nämlich so Jungle Wood hinbaut. Und fühlt sich dann irgendwie schöner, keine Ahnung. Hier an den Seiten könnte man ein bisschen Wasser reinbauen. Jetzt übertreibe ich aber echt. Unter uns müsste Technik sein. Ja, wie erwartet. Deshalb wird das ein bisschen schwer mit dem Wasser. Das sieht doof aus. Machen wir das mal eben so. Ah, unter uns sind Schienen. Die brauchen Strom. Die könnten aber auch so Strom bekommen, die Schienen. Ohne weiteres. Okay, jetzt kriegen die Schienen nämlich so Strom. Dann können wir jetzt das hier wegmachen und machen einmal ganz kurz hier normalen Boden hin. Damit das Wasser auch hier reinfindet. Nur dabei dürfen halt nicht die Schienen ausgehen. Nein, die gehen nicht aus und es müsste noch alles theoretisch funktionieren. Wir müssten keinen Fehler gemacht haben. Meines Redstone-Wissens nach. Und packen hier Wasser rein. Das fördert die Raumtemperatur, die Luftfeuchtigkeit und schläft sich's doch besser. Und ach, ist mir doch scheißegal. Hauptsache ein Schlafzimmer, welches wir finally dann auch mal hingekriegt haben. Moment, die Betten kommen noch ein Stückchen weiter nach vorne. Und schon ist das alles wunderbar. Eine Lampe an, andere Lampe aus. Damit hätten wir das Schlafzimmer geschafft. Ja, das, den Lagerzugriff, den müssten wir auch nochmal irgendwann einrichten. Jetzt auch nicht. Dann haben wir hier eine kleine Dachterrasse zum Entspannen mit einem kleinen Pipi-Pool. Also einer kleinen Pfütze, die wir oben eingebaut haben.
Auch nett spektakulär. Dann haben wir darunter eine Bibliothek, die ich dann im Vergleich zum Pool ein bisschen spannender finde. Hier oben haben wir ein paar Möchtegerne-Stühle hingestellt, um so zu tun, als ob ich ein bisschen bauen könnte. Natürlich könnte man hier auch irgendwelche Redstone-Sachen machen, aber langsam ist die Luft raus bei mir. Also langsam möchte ich das Projekt fertigstellen, denn wir können auch mal in einem anderen Haus können wir das machen. So, wir haben ungenutzte Räume. Dann dachte ich daran, eventuell aus diesem Raum, der ja hier ungenutzt steht, ein Wohnzimmer zu machen. So, dafür schließen wir erstmal das hier ab. Das brauchen wir nicht mehr. So, und nehmen Glas, welches wir hier hinsetzen wollen. Na. So, dann hier Glas hinstellen. Okay, nein, nicht okay, so okay. Gut, hier lassen wir alles so, wie es ist, denn wir wollen ja noch einen Weg in den Garten offen halten. Das heißt, wir nehmen uns einmal ganz kurz ein sowas hier und machen uns mal eben kurz einen Weg, der hier entlang geht. Danach kommt nämlich hier wildes Gras rein. Der Weg geht einmal hierher am Haus der Villager vorbei bis hin in den Garten. Bis hierhin geht der Weg. So, der Optik halber führen wir einmal ganz kurz das hier fort. So und so. Und machen noch einmal hier an dieser Stelle auch eine Tür. Und wahrscheinlich kann ich jetzt hier keinen drauf sitzen. Nein, das war klar, dass ich das nicht konnte. Dann so. Wenn ich hier so einen netten Weg, der von vorne in den Garten führt, falls man nicht durchs Haus gehen möchte, auch wenn es schneller geht, wenn man durchs Haus geht, das ist klar, aber muss ja irgendwie optisch ganz nett aussehen, denn darum geht es ja bei so einer Villa auch. Und ich meine, ich baue nicht schön, aber dafür, dass ich jetzt nicht so schön baue, gefällt mir das tatsächlich. Und wenn mir das gefällt, dann heißt das schon was. Jetzt natürlich jetzt hier nicht selbst Egoismus, dass ich mir selbst jetzt auf die Schulter klopfe und sage, oh, das habe ich ganz toll gemacht. Nein. So bin ich jetzt nicht, aber ich finde schon, dass ich doch mir ganz recht Mühe gegeben habe dafür, dass ich mich ja kenne und weiß, wie ich ja normalerweise baue. Und das schon um einiges schöner aussieht und sich schon blicken lassen lässt hier auf YouTube. Ich glaube, dass es euch auch gefällt. Werde ich allerdings erst später sehen. Noch weiß ich nicht, ob euch das gefällt, da ich ja derzeit die Aufnahme mache und auch endlich fertig werden möchte mit den Aufnahmen. Meine Güte, ist das... Haben wir lange dran gesessen. Sag mal, gibt es jetzt schon eine Ausbeute bei der Farm? Würde mich interessieren. Und, ich bin ganz aufgeregt. 3, 2, 1. Ja. Ich würde sagen, dass das eine ganz gute Ausbeute ist. Warum sind die Hühner gelblich? Achso, wegen dem Schein. Ja. Ich würde sagen, das ist eine tatsächlich wahrhaftig gute Ausbeute. Für so kurze Zeit. Ja, das ist schön. Das ist sehr gut. Dann machen wir das tatsächlich vielleicht, dass, obwohl... Moment, es sind ja keine Stacks voll, es sind immer nur 16 Stück. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube aber, dass das... Die Frage ist, machen wir das jedes dritte Ei? Jedes dritte Ei wird in die Kiste mit den Eiern gebracht. Das heißt, wir müssen einen Mechanismus bauen, der Eier zählt und jedes dritte Ei geht rüber in eine Kiste. Ah, auch ich brauche Flüssigkeit. Auch ich brauche Treibstoff. Deshalb musste ich gerade eine Kleinigkeit trinken. Entschuldigung, dass ich das in der Aufnahme gemacht habe. Das tut man eigentlich nicht. So, wie wäre es mit einem großen, fetten Fernseher? Ein großer, fetter Fernseher in diesem Raum, der nicht funktioniert. Einfach aus Show, aber immerhin ganz nett aussieht. Das finde ich doch, sollte man zumindest machen hier. In einer so geilen Redstone-Villa. Schade. Wäre natürlich geil, wenn man es hinkriegt. So schön im Kino-Flatscreen. Oh, das ist ein Fernseher. Nein, ich weiß noch nicht, was ich sonst in den Raum hier reinbauen soll. Natürlich, wie gesagt, aber das werde ich heute in den Part ganz oft nochmal sagen. Wir könnten theoretisch in diesem Raum auch wieder irgendwas Technisches reinbauen.
Aber ich will fertig werden und ihr möchtet langsam die Villa bekommen. Und ich fahre nämlich, ich glaube, morgen in den Urlaub, wenn ich das jetzt richtig sehe. Wahrscheinlich schaffe ich. Nee, ich muss das irgendwie. Heute muss ich noch Aufnahmen schaffen. Wie dem auch sei, ich muss mich beeilen. Denn ansonsten kriege ich das nicht vorher fertig. So. Große Eingangshalle. Überlege ich mir nochmal, was ich hier hinpacke. In diesem Raum. Was braucht man denn tatsächlich noch in einem Raum, in einem Haus? Wir bräuchten tatsächlich vielleicht mal einen Raum mit schon mehr eine kleine Minischmiede. Das soll ja funktional gedacht sein. Also machen wir aus diesem Raum mal eine Minischmiede. Nee, nicht Obsidian, auch wenn das eine gute Idee wäre. Cobblestone machen wir. Und packen wir hier ein paar Anvils hin und auf diese Seite ein paar Öfen hin, die nicht direkt an der Wand stehen sollten. Ich weiß, Öfen sorgen nicht dafür, dass es brennt oder so, aber ich habe sie doch lieber nicht direkt an der Wand stehen. Dann vielleicht noch eine Kiste hier hin und ganz viel Kohle. Lop. Eine ganze Tastatur voll Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wer kennt diesen Song? Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Weil das ist so eine Sache aus den ganz frühen Minecraft-Zeiten. Und Grüße an einen netten YouTube-Kollegen, mit dem ich allerdings nichts zu tun habe. Schade. So. Es ist dunkel geworden und die Anzahl unserer Eier hat sich verdoppelt. Cool. Das wäre dann das nächste, was wir bauen. Jetzt bauen wir Time Z 0, 0 Z 0, Z 0. So, jetzt sieht es schon gleich besser aus. Dann wird dieser Bereich des Gartens eh nicht genutzt. Das weiß ich schon jetzt. Und weil da nicht genutzt wird und weil ansonsten dämlich ist, machen wir hier raus einen kleinen Naturbereich. Ja, machen wir. Brauche ich ja eh nicht mehr diesen Bereich des Gartens. Also kommt hier ein bisschen Natur rein. Ein bisschen Natur rein. Gefällt mir. Gut. Gut gesagt. Ein bisschen Natur rein. Komm schon. Jetzt aber. Jep. Fein. Guter Bauen. Ein Baum bauen. Bauen wir einen Baum. Was gerade nicht möglich ist. Vielleicht hier. Dass hier wegkommt. Dass das wegkommt. Nein. Ja. Sieht gut aus. Ein paar Bommelkes. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, in irgendeinem Akzent heißt der Baum tatsächlich Bommelkes. Ich weiß auch nicht, in welchem. Und ich finde es immer sehr amüsant und lache mich schäkig. Nein, ich gehöre gar nicht zu den Leuten, die jetzt über andere Leute lachen, aber ich finde Akzente tatsächlich sehr interessant. Es ist nicht so, dass ich über Leute lache, die einen Akzent sprechen, aber manche Akzente sind schon echt, haben schon etwas, wo man schmunzeln muss. Zum Beispiel ein Pastor in der Kirche, bei uns in der Gemeinde. Wenn der anfängt, eine Predigt zu halten, dann sagen viele immer, guck mal, der hält jetzt gleich die Obstpredigt. Denn der fängt dann an und stellt sich und sagt dann, gepriesen sei die heilige Kirsche. Spricht für sich, finde ich zumindest. Ich muss mich immer, wenn man einmal drauf geachtet hat, dann muss man sich ganz schön zusammenreißen. Nicht zu lachen, das ist ein bisschen zu hart gesagt, einfach nicht irgendwie unhöflich zu werden, um es mal so zu sagen. So, jetzt wollen wir diesen Raum hier auch noch nutzen, insofern nutzen, als dass wir hier einmal ganz kurz den Boden wegmachen und ein bisschen Glas reinbauen, denn ich sagte ja bereits, ich möchte gerne hier ein bisschen Glas haben, damit man in den Keller gucken kann, sich diese supergeile Braumaschine angucken kann. So, allerdings braunes Glas. Und dann noch so, denn im Keller gibt es jetzt nur eine Sache und zwar das Boxlager, welches auch groß genug ist und ganz schön was hergibt, das Boxlager. Auch eine Besonderheit von diesem Haus, ein besonderes Merkmal. Wir haben ja auch echt lange an dem Boxlager gesessen. Woran haben wir lang gesessen? Am DMS-System haben wir lang gesessen, am Boxlager haben wir lang gesessen und an der Braumaschine. Alles andere sind ja recht kleinere Dinge, die wir hier gemacht haben. So, hier wird dann auch gleich die Chicken Farm sein. Eventuell könnte man so machen, dass man tatsächlich einen Raum macht. Das allerdings machen wir im nächsten Part. Im heutigen Part möchte ich noch ein bisschen das Haus einrichten. Ich bin immer noch zwiegespalten, was es angeht mit den Eiern, weil okay, schon gut. Doch, die Ausbeute der Eierfarm ist doch recht ordentlich. Das heißt,
Ein Teil der Eier wird in Kisten abgeführt, der andere Teil nicht. Das auch muss eingerichtet werden. Und dann wollen wir das Lager heute einrichten für ein paar weitere Materialien, die man bekommen kann. Also, wir haben Eier. Eier werden jetzt auch noch eben neu eingerichtet. Moment, dann machen wir Folgendes. Da richten wir jetzt nämlich die Items im Lager ein. Die letzten Lagerplätze belegen. Wir haben nämlich jetzt einmal Eier, die auch hier oben eingerichtet werden möchten. Da kommen sie. Gut, weiter geht's. Nächstes Item. Dann wollen wir mal Wertmetalle machen. Zum Beispiel das, das, das und das sollte eingelagert werden. Ich gucke jetzt mal alles so, was man tatsächlich benötigt in Minecraft, soll hier im Lager auch noch eingelagert werden. Die Items werden zwar nicht hier im Haus produziert, aber können dann oben abgerufen werden. So, wir haben nämlich jetzt einmal Emeralds, wir haben Diamanten und wir haben Golden Ingots und Eisen haben wir. Das Ganze muss natürlich auch nochmal hier unten eingerichtet werden. Moment, hier hätten wir die Eierchen, dann hätten wir hier das und dann das und dann das und dann das. Damit das DMS die auch erfolgreich abholen kann. Weiter geht es. Dann, was bräuchten wir denn noch als nächstes? Gucken wir mal. Blöcke. Nee. Wieso Blöcke einlagern? Wozu Blöcke einlagern? Keiner braucht Blöcke. Wir können auch irgendwelche Nahrungsmittel einlagern, ja. Mache ich aber nicht. So, Lapis Lazuli ist auch wertvoll. Es ist eine Villa, genau. In der Villa wohnen reiche Leute. Das heißt, deshalb lagern wir hier auch wertvolle Items ein. Was ja irgendwie klar ist, irgendwie logisch ist. So, dennoch haben wir eine ganze Menge Platz noch für verschiedene Materialien. Netherstar. Guck mal, was uns jetzt alles noch so schönes einfällt an Items, die wir hier in der Villa lagern können. Und die Items kann man dann später über den Lagerzugriff oben holen. Abholen. So. Dann Golden Ingots. Ingots, Nuggets. Nuggets heißen die, Nuggets. Nuggets. Oh, ich habe so leichten Hunger. Und denke gerade an ein Produkt von McDonald's. Ich will jetzt ja keine Produktplatzierung hier machen. Netherbrick. Wozu? Nö. Endrot, obwohl das ist nicht so das Item, was man hier so ganz oft in Minecraft nutzt. Jetzt müssen wir noch Items einlagern, die ganz oft genutzt werden. Zum Beispiel Redstone. Ja, ich finde, das muss sein. In einem Redstone-Haus muss Redstone gelagert werden. Wir werden jetzt nicht alle Redstone-Items lagern, obwohl man theoretisch überlegen könnte, die wichtigsten zu lagern. Ja, machen wir. So, Repeater. Dann Comparator. Und Redstone-Fackeln. So. Okay. Was haben wir noch an schönes Redstone-Clip? Die Pisten, die Sticky Pisten, TNT lagern wir auch ein. Und ein Item geht, glaube ich, noch. Sticky Pisten, Sticky Pisten, TNT. Ein Item geht noch. Ein letztes Item, welches wir einlagern, sollte mit Bedacht gewählt werden. Und zwar Golden Apple. Yep, that is it. Dann haben wir erstmal alles. Dann haben wir alles durch, dann ist das ganze Lager voll. Ihr könnt die Lagerbelegung ja ändern. Ihr seht jetzt ja gerade hier im Video, wie man die Lagerbelegung ändert. So. Und so. Dann habe ich jetzt noch gerade mir eine kleine keine Idee noch für die Redstone World. Und zwar ein kleines Special mit dem Fernseher, habe ich eine Idee. Dazu komme ich gleich. Und zwar, wie wäre es, wenn wir kleine Mikrovideos machen? Ich produziere kleine Mikrovideos und die kann man über diesen Fernseher abrufen. Also der Fernseher, da kann man auf den Knopf drücken und dann wird ein Video abgespielt. Ein YouTube-Video, dem man einen Link dann öffnet. Und der Link führt einen dann zu einem YouTube-Video. Das finde ich eine richtig geile Idee. Das heißt, ich mache so kleine Mikrovideos, die man sich dann hier angucken kann. Jo, und die Exklusivmaterial zu dieser Redstone World sind, das heißt, die man auf YouTube normalerweise nicht sehen kann und ein Exklusivmaterial sind. Oh, das gefällt mir richtig geil. Das ist gut, die Idee. Das ist eine richtig geile Idee. Moment. Dann müssen wir einmal kurz
Folgendes machen, dann brauchen wir Noten. Moment, dann schauen wir mal. Also das ist die Idee, finde ich tatsächlich gut. Ich produziere ein paar kleine Mikrovideos und die kann man über diesen Raum dann abrufen. Und dementsprechend nennen wir dann diesen Raum Videoraum. Videoraum und bekommt als Symbol ein Door. Nein. Ein Bücherregal. Video-Archiv. Okay. Und hier gibt es dann eine fette Bücherwand in der Mitte. Über die man verschiedene Videos abspielen kann. Das mache ich dann mit einem Command-Block. Und das muss ich allerdings off-cam machen, da werde ich nicht dabei sein. Das könnt ihr euch nämlich dann angucken, wenn ihr euch die Villa downloadet. In dem Videomaterial gibt es ein paar Folgen zu der Villa. Aber wir können schon mal jetzt planen, welche Videos gemacht werden, welche hier gezeigt werden. Das finde ich nämlich auch wichtig. Und im nächsten Part, der vielleicht sogar schon der letzte Part sein könnte, müssten wir noch die Chicken Farm etc. bauen. So. Aber das ist meine Idee. Also, mal kurz. Wir haben hier das Bücherregal. Das muss ein bisschen kleiner, darf das werden. Das muss nicht so ganz groß sein. Und man drückt hier auf den Knopf und dann könnte man ein Video dadurch starten. Das muss jetzt nicht so ganz viel sein. Können ein paar kleine Videos sein, die ich aber auf meinem YouTube-Kanal somit vernetze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Videos. Nein, nicht so viele Videos. Video. Willkommen. Video. Hashtag 1. Willkommen. Dann Video. Hashtag 2. Video Hashtag 2 ist Lager einrichten. Video Hashtag 3 ist Moment, wie haben wir den Raum da oben nochmal genannt? Lagerzugriff ändern. Ne, machen wir Video Hashtag 2. Lagerbelegung ändern. Video Hashtag 3 wäre dann Lagerzugriff ändern, damit ihr auch selber in der Welt klarkommt. Dann, was brauchen wir noch für Videos? Hinten kommen die exklusiven Videos, wie zum Beispiel Trailer zur Villa. Dann auf jeden Fall Let's Play. Alle Folgen. Nee. Erste Baufolge. YouTube Playlist und Your Minecraft YouTube, Your Minecraft Redstone Kanal. Cool, finde ich süß. Knuffige Idee. Da haben wir hier Knöpfe und man kann auf die Knöpfe drücken. Dann erscheint ein Link unten in der Videobeschreibung. So, einer fehlt noch. Was bräuchte man denn noch? Willkommen, Lagerbelegung, Lagerzugriff ändern und ja, was könnte man noch machen? Video Hashtag 4. Bedienung. Ich hoffe, dass man das überhaupt so schreibt. Ich und Rechtschreibung. Das Problem ist, eigentlich kann ich das, aber ich mache ganz schön viele Flüchtigkeitsfehler. Das ist mein Fehler. Bedienung. Ja doch, schreibt man so. Bedienung. Brausystem. Alles klar. Die werde ich off-cam drehen.
Und dann haben wir echt schon wieder was richtig Geiles hier gemacht. Richtig coole Idee, dann vernetzen wir nämlich die Villa hier mit den Redstone-Kanalen. Das macht's einzigartig. Und soweit ich weiß, sowas gibt es nicht. So. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis bald und ciao.